So, Tag Nummer 3 im Starvation Mod. Das lustig hüpfende Figürchen hier vorne ist wieder mal der Lotta. Hello. Und wie ihr seht, wir waren nicht ganz faul. Das Bauliche hat Lotta übernommen. Wir haben jetzt schon mal begonnen und haben uns hier einen ersten Wohnraum geschaffen. Das wird so ein bisschen der Schlafraum. Hier in der Mitte ist ein Feuer. Also hier drüben kommt dann noch die Küche hin. Wir haben einiges geplant. Nämlich, ja, wir bleiben jetzt erstmal hier. Wir haben uns entschieden, würde ich sagen. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Wir finden es hier ganz gut. Und unser Plan ist folgender. Also das hier bleibt Wohnraum. Hier in der Mitte. Hier außen, da wo jetzt schon mal die Schmiede steht, kommen dann die ganzen weiteren Schmieden und die ganzen Werkbänke hin. Da kommen dann noch Dächer drüber. Hier drüben werden wir unser Großlager anlegen. Auch das wird einfach nur überdacht, ohne große Wände. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht genau. Vermutlich dann Dinge wie Beete, genau solche Dinge. Rote Beete. Und hier in der Mitte, also die ganzen Klimarohre hier kommen noch weg. Und hier in der Mitte soll das Ganze soll so ein bisschen wirken wie ein kleines Nomadendorf, sag ich mal. Mit verschiedenen Hütten. In der Mitte kommt dann, ist der Platz, wo man sich trifft. Vielleicht machen wir da wirklich ein Lagerfeuer mit Stühlen und so hin. Also so wirklich ein bisschen apokalypse-mäßig, so wie es eigentlich auch ist. In der heutigen Folge, jetzt habe ich monster viel geredet, in der heutigen Folge bauen wir einfach ein bisschen, würde ich sagen. Wir haben einen Haufen Material Wir haben Material vorgefarmt. Ich habe jetzt hier in der Schmiede schon mal Nägel durchlaufen lassen, dass wir die haben, denn ich beginne mit dem Lager und ich glaube, Lotta macht hier einfach mal ein Dach drauf, ne? Genau. Ja, ja, ich muss wieder die dünnen Platten abreißen. Kriegst du hin. Und dann wieder ein Dach drauf bauen. Weil ich hätte da gern ein zweites Stockwerk oben drauf. Das sollst du haben. Lagerkisten. Ich mache jetzt erstmal 10 Stück. Das sollte erstmal reichen. Und irgendwo konnte man doch auch die Schilder machen. Genau, da machen wir jetzt auch mal. Dann logischerweise auch 10, ne? Macht irgendwie Sinn. Oh, die brauchen länger, als ich dachte. 10 Kisten. Das passt da ganz gut hin, denke ich. Ja, perfekt. So. Wie viele Nägel braucht man eigentlich pro Schild? Für ein Schild brauchst du... für die kleinen Schilder brauchst du 4 Nägel, für die 1 auf 1 Meter und für die 3 auf 1 Meter brauchst du 10. Oh, und für die ganz großen brauchst du 20. Oh Gott. Ja, aber es ist machbar. Also ein Nagel sind 4 Eisen. Ja, ja, ne, du brauchst halt für eine Kiste weniger als für die Schilder, weißt du? Genau. Was ich jetzt noch schnell mache, ich renne jetzt mal rüber, wir haben da drüben eine Werkbank entdeckt, eine funktionierende, und ich habe einen Footballhelm und eine Taschenlampe gefunden, das heißt, ich kann mir theoretisch den Bergarbeiterhelm bauen, dann bin ich meine Lichtprobleme los. Damit er die Erleuchtung kriegt, hier. Jetzt muss ich mir hier kurz reinklopfen. Nein, du musst einfach auf Rezepte gehen. Nee, ich stehe hier noch vor Stacheldraht, deswegen. Ach so. Den klopfe ich noch schnell weg, weil da renne ich garantiert beim nächsten Mal rein. Man kennt mich ja, ne? Eigentlich machen wir hier wieder grundsätzlich alles falsch. Wir bauen schon wieder eine Riesenhütte und Gemütlichkeit und was weiß ich, anstatt dass wir uns auf eine Horde vorbereiten oder so, gell? Ja, aber wir haben erst Tag 3. Ich sehe das Ganze noch relativ entspannt. So, pass mal auf. Benutzen. Jetzt muss ich natürlich... Das war schon wieder falsch. Den Helm ins Inventar. So, und jetzt... Wie hieß denn der? Bergbauhelm. Oh, da brauche ich ja noch viel mehr. Ja, inzwischen brauchst du jetzt halt Elektronik, Electrical Parts und Klebeband, glaube ich. Und Scrap Plastic. Dann wird das mit meinem Helm erstmal nichts, ne? Ja doch, du musst ja... Guck mal, du hast doch eine Wrench. Bau einfach ein paar Lampen ab. Dann hast du aber ich glaube, wir haben noch nicht genug Klebeband. Haben wir 5 Klebeband? Könnten wir haben, ne? Wenn nicht, wir haben bestimmt schon genug Knochen und Kleber selber zu machen. Und Stoff haben wir auf jeden Fall. Also. Gut, dass hier keine Lampen in dem Gebäude sind. Gehen wir mal ins nächste. Da, da ist eine. Ich muss aber dazu sagen, die Wrench ist, naja. Naja, was war das denn, was wir finden mit unseren Looting-Skills?
Wahrscheinlich bekomme ich jetzt einen Electrical Part aus der Lampe. Nee, doch, jetzt habe ich einen. Ey, da muss ich ja nur. Da muss ich ja nur 97 Lampen abbauen, um hier hinzukommen. Naja, das wird. Ich spüre, dass das wird. Du kommst dafür die Erleuchtung. Genau, ihr müsst mir jetzt noch ein bisschen beim Lampenabbauen zugucken, da müsst ihr jetzt durch. Wir versuchen wirklich immer, das Ganze so ein bisschen vorzufarmen, aber die schlechte Vorbereitung hat es dazu geführt, dass ihr jetzt zugucken müsst. Außerdem wird da ja in der Apokalypse schon mal nichts planen, es kommt immer anders als man denkt. Ja, außerdem haben wir Zeit, ne? Theoretisch. Bis hier was passiert. Eine ganze Apokalypse lang. Genau. Hat eigentlich irgendwann schon mal jemand festgestellt, wie lang eine Apokalypse so dauert? Meistens bis sie zu Ende ist, denke ich. Ah, okay. Ne? Das war jetzt das, was du hören wolltest, oder? Es war mir egal, ich habe jetzt eigentlich keine intelligente Antwort erwartet. Okay, dann hast du ja mehr bekommen, als du wolltest, oder? Ja, das war ja eine blöde Frage, also warum soll man da eine intelligente Antwort dafür bekommen? Mhm. Okay, ich brauche noch 8 Electrical Parts. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Deswegen rannte ich gerade zurück zur Werkbank. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie würdest du jetzt, also jetzt in dieser Situation, mit diesen Zombies, wann wäre eine Apokalypse zu Ende, wenn alle Zombies ausgerottet werden? Ich denke, wenn die Menschheit wieder die Oberhand gewinnen kann, also sprich diese Apokalypse, also diesen Ausbruch von diesem Virus unter Kontrolle kriegt, oder? Das ist ein Argument, ja. Also wenn man irgendwas Heilendes findet oder, ne? Oder den anderen Weg geht, man rottet sie so lange aus, bis sie, ja, bis die Ausbreitung zurückgeht. Ich denke, das könnte so die Richtung sein. Ach, endlich fällt das Dach zusammen. Mann. Während ich hier auf dem Ding rumhacke, könnte ich euch eigentlich so ein bisschen was über den Upload-Plan von, zumindest von 7 Days to Die erzählen. Geplant ist immer, dass auf jeden Fall jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag eine Folge kommt. Wenn wir aber feststellen, dass wir hier doch mehr produzieren, schiebe ich einfach zwischendrin Folgen rein. Das heißt, dann kommt auch mal montags eine, es kommt vielleicht auch mal mittwochs eine. Fix sind auf jeden Fall Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und alle anderen schieben wir einfach zwischen rein, so wie wir gerade mit dem Spiel, mit der Produktion hier weiterkommen. Und vor allem, solange wir auch interessante Dinge hier machen. Ja. Das gucken wir einfach mal. So wie wir jetzt hier für das Ding eine Masse Holz gefarmt haben, das ist halt, das zu in der Folge zu packen, ist ja echt blöde und müde. Nee, ich sehe da ehrlich gesagt auch keinen Sinn drin, eine Folge zu machen mit stundenlangen auf Bäume einklopfen. Der Mimmi ist sowieso hier für die Action zuständig, ich bin ja nur immer im Hintergrund tätig. Ich versuch's. Ja, ja. Du bist so das Hirn hinter dem Ganzen. Oh ja, ja, ja. Und ich bin quasi die Exekutive. Nee, sagen wir mal so, ich bin die Weisheit hinten dran. Nicht das Hirn. Oder so, aber Fakt ist, ich bin die Exekutive. Ich mach einfach, ob's gut geht oder nicht. Ich renn auch gerade wieder wie ein verwirrtes Hühnchen durch die Gegend und suche diese Electrical Parts zusammen und find sie nicht. Ja. Lampen halt. Oder Autos, aber eher so in Lampen. Ja. Ich suche. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Du bist zum Beispiel bei uns in dem Laden unten. Da gibt es so viele Lampen. Die warten nur drauf, abgebaut zu werden. Okay, dann habe ich sie alle übersehen. Die hängen alle oben an diesem Metallgerüst. Ja, das dachte ich mir fast. Aber jetzt lass uns doch mal gucken, ob ich überhaupt Klebeband habe. Wenn ich nämlich kein Klebeband habe, ist der ganze Aufriss hier schon wieder umsonst. Ja, wie gesagt, du musst nur gucken, ob du Knochen hast.
Ja, Knochen und Wasser waren das, ne? Genau. Knochen und Wasser. Doch mal gucken. Was machst du denn? Du hackst wieder wild auf dem Dach rum. Naja, ich muss ja das ganze Dach wieder abbauen, das ich dahin gepfriemelt habe. Aber Kleber haben wir sogar 4. Siehst du? Haben wir Klebeband? Eine Knochen haben wir bestimmt. Oder 2. Haben wir Klebeband? Ich sehe keinen. Nein, aber wir haben Stoff. Wir haben noch Stoff. Ja, Stoff haben wir genug. Jetzt brauche ich noch 22 Knochen und dann brauche ich dementsprechend noch Wasser, ne? Wie viel Wasser nehme ich denn da? 1 reicht, dann müsste ich genug haben. Warte mal, du brauchst dreckiges Wasser. Ach, so viel ich weiß, oder? Brauchst warte mal, ich guck mal. Kleber, Klebeband. Kleber, Kleber. Ich brauche eine Flasche trübes Wasser. In der Tat. Ja, warte mal, pass mal auf. Ich habe hier noch leere Flaschen. Die schmeiße ich dir mal auf den Kopf. Ja? Ja, wirf die mir mal auf den Kopf. Hier, hinter dir auf dem Boden, links. Vielen Dank. Dann renne ich mal fix darüber. Genau. Wir haben nämlich verzweifelt nach einer Wasserquelle gesucht und irgendwann nach 2 Stunden mal auf die Karte geguckt und festgestellt, unser Nachbarhaus hat einen Pool. Ja, und einen Brunnen im Haus. Das heißt, wir müssen gar nicht so arg weit rennen und haben eigentlich alles, was wir brauchen. So, dann mache ich jetzt noch Wasser. Jetzt habe ich schon wieder die Hälfte der Zeit von dieser Folge hier verdammt verplempert, diesen doofen Helm zu bauen. Bin keinen Schritt weiter. Naja. Aber ich setze jetzt auf jeden Fall die Kisten. Ich setze jetzt den Kleber an und dann setze ich die Kisten. Und dann lassen wir Helm mal Helm sein, weil noch ist hell. So. Kleber. Dann machen wir nochmal 2 Kleber. Das dauert eh. Dadurch, dass ich das Dach weggebaut habe, ist mir auch der Rauchabzug runtergefallen. Ach nein. Ich setze jetzt Kisten. Wir machen jetzt unser Lager. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin ein wahnsinnig fanatischer Ordnungsmensch. Ich hasse es, wenn das hier irgendwie alles keinen Sinn ergibt. Deswegen versteht er auch nie die Ordnung, die ich in den Kisten habe. Genau. So, jetzt setzen wir da noch eine hin. Und da. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen unordentlich, in Anführungszeichen. Dann sieht es vielleicht ein bisschen apokalyptischer aus. Der Grund, warum ich diese Kisten hier nehme, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Wir können hier vorne Schilder dran peppen. Also dran nageln. Und da können wir draufschreiben, was drin ist. Das finde ich, macht es deutlich einfacher. Für ihn, ja. Vor allem für mich. die Beschriftung übernimmt dann wieder Lotta, weil das kriege ich wieder nicht auf den Kasten. Beziehungsweise ich könnte ja mal beginnen mit Essen, ne? Auf die Kiste kriegst du es nicht. Pass mal. Ich fange mal mit Munition und Waffen an. Da ist nämlich nicht so viel. Ja, okay. So wie immer eigentlich, ne? Ne, wie immer fangen wir immer mit dieser Plus-Kiste an, wo Stoff drin ist, Leder, Kleber, Klebeband, Rohre, Gras, also nicht zum Rauchen, sondern, ach ja, genau, hier gibt's Zeug zum Rauchen, also hier kann man Cannabis anbauen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Ja, weil das hilft, also ganz ehrlich, wenn man jetzt mal diese 2 Figuren gefunden hat, hat man eigentlich schon gar kein Problem mehr mit der Psyche irgendwie, ne? Nicht wirklich, ne? Gehst einfach nach Hause, hockst dich auf deinen Schlafsack und guckst dir die Figuren an und schon geht's dir gut. Und dann haben wir ja noch das von diesem Christina Aguilera Zombie Poster da. Ich finde es gut. Ja, ich finde es auch cool. Ich finde es gut. So, dann machen wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Der macht ja auch Sinn. Da packen wir das immer noch mit rein. Was packen wir denn noch ein? Ich sortiere jetzt einfach mal ein, was ich denke und was übrig bleibt, gucken wir dann mal. Naja, halt wieder eine Essenstruhe. Eine Einschmelztruhe machen wir drüben hin halt, ne? Die packe ich drüben hin, die Kisten. Genau, da bauen wir dann ein separates Lager für Einschmelzsachen. Weil, im Lager würde ich nur fertige Sachen lagern. Ich denke, das macht mehr Sinn. Ich bin im Schleichmodus. Dann mache ich mal Essen, Trinken.
Willst du es separiert haben? Essen, trinken? Ja, definitiv. Ich will auch, dass wir gekochtes Wasser, also normales Wasser extra haben. Auch das mache ich dir möglich. Dreckiges Wasser und die anderen Getränke zusammen, weil das dreckige Wasser teilen wir ja dann später wahrscheinlich auch auf in Wasser für die Chemie und Wasser für zum Kochen. Also. Ja. Ne? Wobei wir für die Nahrung natürlich schnellstmöglich einen Kühlschrank bräuchten, ne? Ja. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Brauchen wir da Strom eigentlich dafür und für den Kühlschrank? Ja, das weiß ich noch nicht. Das habe ich, also ich glaube, wir haben ja im normalen, ohne Mod haben wir die Problematik ja gar nicht. Nee, dann nimmst du einfach einen Kühlschrank. Genau, die Problematik stellt sich ja erst im Mod. Aber das werden wir dann sehen, denke ich. So, du baust da fleißig. Dann fange ich doch mal drüben an zu konstruieren. So wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar brauche ich dazu, wie hießen denn die Dinger? Pfosten? Nee, die hießen nicht. Doch, die hießen Holzpfosten. Ja, genau. Davon bauen wir jetzt einfach mal 20 Stück. Wir brauchen eh eine Menge. Das sollte relativ fix gehen. Wenn du noch Dachplatten brauchst, also die normalen Platten, da habe ich auch noch ein ganzes. Die werde ich auf jeden Fall auch brauchen, ja. So, weil unser Plan war, wir bauen das hier wirklich nur mit so Pfosten. Dann sieht es ein bisschen rustikaler aus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich finde, 6 ist eine gute Zahl, ne? Ja, wie man halt früher so Schmieden gebaut hat. Oh, pass mal auf, Mimi, wir brauchen ja, in dem Spiel gibt es ja die große Schmiede. Ja. Ist da Platz dafür da? Gut, hoppala, jetzt hab ich richtig Mist gebaut. Du hast mich abgelenkt. Platz ist dafür da, weil wenn du mal kurz zu mir guckst, dann erkläre ich dir meinen Plan. Hier quasi kommen die kleinen Schmieden hin. Und dann können wir das Ganze ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bis hier hinter treiben. Weißt du, wie ich meine? Also da können sämtliche Werkbänke hin. In verschiedenen Buden. Also ich würde hier eine Bude einrichten für die normalen Forges, also für die normalen Schmieden. Dann würde ich vielleicht sogar einen extra Platz für die große Schmiede. Ja. Ich bin gerade am überlegen, weil ich gucke halt ja von oben so direkt gerade drauf. Ist halt blöd, dass wir diese. Oh, können wir jetzt, wenn wir Gebietsschutzding, könnten wir da die Schmiede abbauen, die wir selber gebaut haben? Ich glaube nicht. Weil, dann hätte ich nämlich eigentlich diese große Schmiede hier hingestellt, mit drumherum eins Platz. Das wird nicht reichen, weil dann kommst du hier gerade so zur Tür durch, ne? Dann lass die lieber hier irgendwo hinstellen. Die ist viel groß, ne? Die ist richtig groß, ja. Und vor allem ist die irgendwie außer Mitte. Also die ist ein bisschen außer Mitte. Die ist echt komisch. Wenn du da oben schon stehst, wirf mir doch gerade mal bitte so Dächer runter, dann kann ich hier schon mal bedachen. Ja, warte mal. Ich schmeiß dir Dächer aufs Dach. Moment. Dächer. Bin ich gerade überlegen, ob das gut aussieht, was ich hier getrieben habe. Ich glaube nicht. Ich guck's mir mal an. Wir kommen auch schon so langsam wieder zum Ende, ne? Ja, kaum angefangen, sind wir wieder am Ende. Genau, wir haben heute wieder wenig Produktives geschafft, aber viel geplant. Nee. Plan gehört ja auch dazu, finde ich. Also ich habe ein ganzes Dach abgerissen und schon fast wieder Neues draufgebaut. Also ja, du. Ich bin hier nur rumgestanden und hab philosophiert. Nee, wieso? Du hast. Wie viele Kisten hast du gebaut? 10. Siehst du? Meinst du, das zählt auch, ja? Nix. Naja. Und du hast das Zeug umsortiert, also von daher. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, wie wir hier. Ja, die schlussendliche Ordnung muss ja ich wieder machen. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal hier das Dach drauf. Oh, ich bin schon Level 6, ich habe 25 Punkte zum Verteilen. Aber ich habe mal wieder mehr Dächer daneben gesetzt. Oh mein Gott. Gut, das passiert mir mit diesen tollen Dächern aber auch dauernd, dass ich die in die falsche Höhe setze oder sonst irgendwas.
Ja, ich finde, die Platten sind wirklich anstrengend. Auch nicht nur die Platten. Aber die, bei denen fällt es halt besonders auf, wenn du so was hinsetzt plötzlich. So, dann wirkt es doch jetzt schon so ein bisschen mehr rustikal. Frage, nachdem ich hier ja jetzt wieder das Dach draufgezimmert habe, was heißt Dach? Den Boden für das zweite Stockwerk. Machen wir die Treppe außen hin zum Laufgehen? Oh, das sieht, glaube ich, cool aus, ja? Ja, weil schlau wie ich bin, ne, habe ich natürlich wieder das Loch nicht. Aber unten wird es auch blöd ausschauen, wenn in dem Raum jetzt eine Treppe wäre. Nee, würde ich echt nicht machen. Ich finde dieses Verschachtelte, finde ich gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt's. So ein bisschen Fallout-mäßig. Ja. Es ja, genau, so, ich mache jetzt auch. Es hat so eine coole, rustikale Optik. Jetzt habe ich es natürlich wieder versemmelt, ne? Alles. Ich bin ja jetzt auch gerade am Versemmeln. Ja. Ja, genau, dann mache ich. Ach nee, kann ich ja gar nicht, weil da ist ja schon. Also Fakt ist, dass ich drei Kreuze mache, wenn wir mal vernünftiges Werkzeug haben, ne? Wirklich. Ja, warte mal, pass mal auf. Ich habe ja, wie gesagt, 25 Punkte. Da kann ich ja meinen Werkzeugschmied nochmal steigern. Meinen Waffenschmied kann ich steigern. Meine Wissenschaft steigere ich mal auf 1, auf 2. Was gucke ich dann noch? Wie ein wildes Tier mache ich mal auf 2. Ja, und dann habe ich noch 3 Pünktchen. Mit denen kriege ich jetzt nicht so viel zusammen. Das ist richtig. Die heb ich mir mal auf. Aber ich kann uns jetzt auf jeden Fall wieder besseres Werkzeug bauen. Das ist doch auch was. Wenn ich Steine hätte. Das wird schon. Ja. Ich gehe mal Steine klopfen. Geh du mal Steine klopfen. Ich klopfe jetzt noch den letzten Pfeiler hier weg. Und dann kommen wir auch schon zum Ende für heute. Wie gesagt, wir planen jetzt hier wirklich in der nächsten Folge, denke ich, geht es auch direkt weiter mit der ganzen Baumiserie hier. Wir haben jetzt einen groben Plan im Kopf. Jetzt müssen wir den nur noch irgendwie umgesetzt bekommen. Ich sehe dem Ganzen optimistisch entgegen. Soweit sieht es bis jetzt aus. Also wie gesagt, hier rechts würde ich gerne den Bereich wirklich bauen mit den ganzen Schmieden und so weiter. Da kommt dann tatsächlich unser Wohnraum oder unser Wohnbereich hin. Hier wird nochmal so ein kleines Lager sein für die Schmiede. Da produziere ich vielleicht jetzt dann vorab schon mal ein paar Kisten und setze die da rein. Und dann sollte das Ganze doch ordentlich aussehen. Hier drüben, wie gesagt, unser begonnenes Lager. Auch da kommt noch ein Dach drauf. Und da hinten schaffen wir dann Platz für große Beete. No? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.